So, hallo und recht herzlich willkommen zu der zweiten Folge hier aus diesem Livestream-Reihe. Beziehungsweise, ich weiß nicht, welche Folge es nun mal hier ist in dem neuen Projekt. Ja, LS22 Mapping und ich versuche eine Wüstenlandschaft zu produzieren, die man auch quasi, ja, langsam erobern kann, erwirtschaften kann. So. Bevor ich jetzt aber weitermache, muss ich ganz dringend, und zwar hier im Terrain Detail Height, mal drüber gehen, Steuerung R, und dann seht ihr, hier gleich aufschreiben, ne? Kugelschreiber und schöner Stift. Und zwar aufschreiben. Rain Detail. Nein, weil das ist nämlich der Sand, den ich da aufschütte. Das heißt, auch 5, 6 und 8. Und das ist, glaube ich, die Menge. Und wenn man das so anguckt. Nicht das, sondern war wahrscheinlich das die Menge. 8 kann sein. Ja, genau, die 8. So. 8, das ist die Menge. Nur kann ich sagen 8 oder 0, also mal so. Und das ist wichtig, dass ich 5 und 6, Kanal 5 und 6 habe. Und dann kann ich das so hier sehen. Aha, okay. Gut. So, das heißt, ich kann das jetzt eigentlich mal hier alles mal wegnehmen, oder? Attribut brauche ich jetzt nicht. Und zwar das hier glätten, entfernen. Weiß nicht, was er da so macht, weil er das so entfernt und wie das dann ausschaut. So. Okay. Ach, blöde Werbung. So. Und dann gehen wir hier hin und nehmen da ein bisschen was weg. Hab mir nämlich überlegt, wie mache ich denn das alles hier schön? So. Glaube, ich habe hier alles erwischt. Nee, noch nicht ganz. Halt. So, und dann brauche ich erstmal Sand hier. Das alles wieder wegzumachen, wegzuradieren. Was ist so hier ab? So. Genau. Hier natürlich noch. Nicht ein Terrain hier. Dann alles hier weg ist. Das ist alles. Ja, sieht gut aus, dass alles wieder weg ist. Genau.
Das hier. Identity dann. So, dann machen wir hier wieder das hier. Halt das. So, dann sieht doch die Karte wieder auf der Seite wieder relativ gut aus von See. Okay, gut. Dann muss ich auch noch ein bisschen was zurück nehmen hier von den Layern. Und zwar erstmal die Farmlands. Genau, dann machen wir wieder. Hier brauche ich gar nicht so viel Platz. Ja. Farmland. Hier mache ich ja schon Schluss. Gucken, ob ich heute überhaupt in das Live-Test komme. Sehen wir dann, wie weit das Projekt das hier darstellt. Das hier. Ich versuche, was es sein sollte. Großes Dreieck, okay. Aber es ist hier ein Layer, das bedeutet, ich muss dann gucken, mit Dimension. Ist auch so ein Thema hier. Was das für ein Layer sein sollte. Domask. Nein, aber es ist Navigation Collision. Collision. Nein. Okay, jetzt ist weg. Okay, wahrscheinlich ein Fehler. Mal gucken. So, das heißt, wir gehen jetzt mal hier rein in den Startbereich. Der Startbereich. Hier sollte quasi die Map beginnen. Das bedeutet, jetzt wollen wir hier gucken, dass schön hügelig die Map hier ist. Hier sollte rein theoretisch dann die Felder sein. Jetzt habe ich das so weit wieder zurückgestellt auf das, was ich haben möchte. So, also jetzt kann ich ja sagen, wo meine Idee oder wie meine Idee lautet. Und zwar die Wüste hat quasi kleine Oasen und in den Oasen ist quasi Wasser. Und diese Oasen haben quasi so eine Art Flussläufe, die quasi die angrenzenden Felder mit Wasser versorgen und dadurch kann da auch Grün entstehen.
Jetzt ist es so, diese Wüste oder auch die Felder hier, die ich mache, die sollen quasi mit Bachläufen durchzogen sein oder mit Flüssen. Und dort, wo schon Wasser ist, dann sind quasi da schon Felder, die man kaufen kann und die man dann auch quasi gleich bewirtschaften kann. Und die Felder aber am Starthof zum Beispiel, die habe ich mir so überlegt, da mache ich den Graben, ich mache zwar die Waterplane, aber ich tue dann den Sand rein. Das heißt, wer es realistisch spielen kann, der kann den Sand rausholen mit einer Schaufel und dann simulieren, dass das Wasser quasi wieder zurückkommt in das Bächle oder in den Fluss, wie auch immer, und kann dann die angrenzenden Felder bewirtschaften. Und dort liegt dann auch teilweise Sand drauf, die er quasi auch abtragen muss. Und dadurch ja, wird es so langsam wieder bepflanzbar. Und das möchte ich gerne Stück für Stück überall verteilen oder beziehungsweise auch schon Teile haben, wo das Wasser schon läuft, wo man dann auch quasi schon loslegen könnte. Das Einzige, was ich mir jetzt noch überlege, mit was ich anfangen soll, ist, glaube ich, ich ziehe so eine Straße. Also wie gesagt, der Hof sollte ungefähr dort sein, wo jetzt die ganzen Deko-Sachen sind, der Starthof. Und aber ich möchte nicht, dass die Straße klassisch da durchzieht vor meinem Hof, sondern eher, dass die quasi die Straße hier geradeaus irgendwie sich durchschlängelt und zum Hof muss man abbiegen. Und dann hat man quasi so hier ein bisschen den Einfahrt. Das gehört auch dann zum Farmland, aber schon für die Einfahrt und die Felder links und rechts beginnen dann. So habe ich mir das überlegt. Das heißt, ich zeichne jetzt erstmal ein Feld. Jetzt mal gucken, ob das hier auch geht mit dem. Wenn es mal hier hoch geht. Hier Steuerung R. Nee, geht nicht. Das heißt, hier muss man dann aussuchen, was man denn da hatte. Gravel, Dust, mal dahin. Und da noch mal 8 Meter lang. Das ist jetzt erstmal der Rand. Ich weiß noch nicht, ob ich dann eine fertige Straße drauf baue oder also quasi im Blender oder Spline Street Constructor. Das weiß ich noch nicht. So, jetzt ziehen wir mal hier das so ein bisschen entlang hier. Beziehungsweise, ich mache es doch gleich anders und zwar. Das Tool, damit die Straße sich auch daran passt, und zwar erstellen einer Spline. Steuerung B hier hin. Und dann drehen wir die noch dementsprechend so. Ich muss schon überlegen, wie war das da mit das Blind? Welchen Modus? Kann ich da mal rüberziehen, genau. Steuerung D. B. Halt, nee, 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 nee. Das wollte ich nicht, und zwar hier den markieren und dann was einfügen, glaube ich. Ja. Genau. Den markieren.
Genau. Wieder einfügen. Hier. Oh. Hoch. Und zwar dann ziehe ich einfach mal die Straße hier während der Lines hier ein bisschen durch die Gegend. Einfügen. Und dann ziehen wir die noch also durch. Bisschen höher. Mit einfügen. Ach, ist ja wieder Fehler gemacht. Und zwar, wo ist denn der hier? Machen wir hier. Fangen wir nochmal von vorne an. Einfügen. Ja. Rüber. Hoch. Einfügen. Einfügen. Hier. Ja. Und dann einfügen, markieren. Na. Ab und zu mal Speichern nicht vergessen. Ganz wichtig. So. Okay, er hat es gespeichert. Sehr schön. So, dann wieder auf Einfügen. Dann gehen wir mal darüber. Und nochmal einfügen, damit das hier. Einfügen. Oder wieder einfügen. So. Und so. Einfügen und dann mal gucken, wie es ausschaut, wenn man es dann quasi so Blind Street Constructor macht. Ihr seht, da kommt ganz schön was, ganz schön hoch hier. Okay, top. Einfügen.
So. Jetzt einfach mal als Test. Script. Schon gucken, wo war das jetzt? Set Terrain Height by Spline. Breite möchte ich jetzt mal noch mal 12 Meter und generate. Oha. Es ist natürlich jetzt nicht so, wie es gerne hätte. Also nochmal Terrain. Terrain Height bei Line. Zwölf. Und Spoof Distance. Gucken, wenn wir die höher stellen. Machen wir kleiner. Ausschaut. Kommt da was jetzt oder? Also da nichts mehr. Da macht jetzt nichts. Wenn man dann jetzt 50 macht. Passiert da auch nichts. So wollte ich es jetzt eigentlich nicht machen. Ja, schrecklich aus. Okay, irgendwie nicht das, wie ich es mir erhofft hatte. Weil der Winkel ist ja ganz, ganz blöd. Dann machen wir es nochmal anders. Ich gehe mal in den Script-Editor.